So, guten Morgen. So, und zwar die Diamantenthese. Ich suche mir meistens einen Berg. Und dann geht's nach unten. So, und sollte mich jetzt meine Diamantenthese nicht täuschen, kommen wir in einer Lavahöhle raus. Und in dieser Lavahöhle wird es dann Diamanten geben. So. Wetten dürfen abgeschlossen werden. Ob der Herr Lordregent einfach nur einen an der Birne hat oder ob da ein Plan dahinter steckt bei dem, was er macht. So, die Entfernung dürfte ungefähr ganz grob dafür genügen, dass wir unterm Berg rauskommen in der Höhle. Weil es war wohl früher so, ich weiß nicht, ob es momentan beim aktuellen Map Generator immer noch so ist, dass wenn man sich an einem Berg nach unten baut, dort immer eine Höhle ist. Von daher sehen wir das gleich. Ich weiß gar nicht, ist das hier schon ein neues Gebiet oder ist das noch altes Gebiet? Obwohl da keine neuen Ressourcen hier zu finden sind, ne? Müsste ja eigentlich in der Theorie altes Gebiet sein. So, ich habe keine Ahnung, wie tief ich bin. Ich bin auf Kohleebene. Oh, ich habe gar nicht bedacht, dass wir ja vielleicht noch eine Spitzhacke mehr bräuchten. Wenn ich da unten jetzt dann Diamanten finde, dann baue ich den ganz normal mit der Eisenspitzhacke ab. Mein Gott, ist halt so. Klar, könnte ich mir natürlich auch aufheben und sagen, ja, das nächste Mal mit der Behutsamkeitsspitzhacke, da bauen wir den raus, damit wir den dann mit Glück wieder abbauen können, damit wir ganz, ganz viele Diamanten haben. Haben wir momentan noch... Haha! Über 500. Hallo Höhle, hallo Redstone. Na komm mal ran hier. So. Ja, Diamantenthese geht gleich los. Ich wollte nur schnell noch einen Ofen bauen und mir das Eisen ein bisschen zurecht schmelzen. Obwohl, wir haben ja Eisen dabei. Brauchen wir gar nicht. Da brauchen wir jetzt nichts schmelzen. Oh, wie viel Eisen kommt denn da noch? Also, einmal Lava. So, dann das Redstone. Da können wir uns mal eben schnell einen Kompass bauen. So, hoppidi, poppidi, hoppidi, pop. Und zacki. Ein Kompass. Hä? Achso. Keine Ahnung, wo ich die Spitzhacke schon wieder habe. Die Axt. Jetzt fange ich damit auch schon an. Meine Güte. Okay, das nicht. Dann könnte es aber auch sein, dass es dieses hier ist, dieser Abschnitt. So, Gold, Redstone. Das soll keine Höhentour werden, Freunde. Nee, nee. Dafür haben wir viel zu wenig Stuff dabei. Ich wollte nur die Diamantenthese beweisen. Mehr nicht. So, aber warte mal, nicht, dass ich hier... Ich habe mich, glaube ich, jetzt schon verlaufen, oder? Da geht's Richtung nach Hause. So, Diamant, Diamant, Diamant. Auf welcher Höhe bin ich eigentlich? Eigentlich eine ganz gute Höhe. Alter, was haben wir hier unten eigentlich schon wieder gefunden? Das ist doch schon wieder hier so ein Unendlichkeitsding. Aber was sage ich? Beim Berg musste runter.
Mr. Enderman, ich habe Sie ganz genau gehört. Ja, auf jeden Fall, wenn wir hier ein bisschen suchen würden, Freunde, wir würden hier, auf jeden Fall, würden wir hier Diamanten finden. So. Habe ich hiermit quasi, ich sage einfach mal, inoffiziell meine These bewiesen. So, ich mache mir jetzt eine Spitzhacke, weil später, falls ich sie brauche, schaue ich natürlich in die Röhre. Gut, dass ich Sticks dabei habe. Weil ich habe ja vorhin noch groß getönt. Ach, wenn ich Holz brauche, dann schlage ich es mir. Und hier unten hätte ich voll in die Röhre geguckt. Oh. Hi. Gib mir eine Perle, gib mir eine Perle, gib mir eine Perle. Okay, dann nehme ich nur deine Level. Kurzen Blick hier. Kurzen Blick hier. Und dann düsen wir. Naja, wenn wir schon mal Eisen sammeln, ne? Können wir das auch mitnehmen. So, aber... Ich sag's mal so. Oh. Ich sag das jetzt mal so. Wir haben auf jeden Fall ein großartiges neues Höhlensystem geöffnet. Drei. Indem wir dann wieder freudig herumspazieren können. Mr. Creeper, ich habe dich ganz genau gesehen. Um hier, keine Ahnung, Diamanten zu suchen. Oder allgemein das hier ein bisschen zu erforschen. Ich schaue nur gerade mal. Hier ist aber nirgends... Doch, da ist eine Fackel. Aber das sind, glaube ich, die von uns gerade eben... Wollen nur mal gucken, ob irgendwo etwas von unserem Wirken zu sehen ist. Weil irgendwie ist ja hier unten alles miteinander verschachtelt, ne? Irgendwie ist die komplette unterirdische Landschaft der Schwarzen Bergfeste ein Riesenkomplex. Aber ich habe euch jetzt genug genervt mit hier gucke und da und dann bla blub. Ich glaube, es ist klar, auf was ich hinaus wollte, ne? Wer schnell Ressourcen will, der sucht sich einen Berg, gräbt sich da runter und dann hast du innerhalb von ein paar Minuten hast du dann Diamanten. So, jetzt muss ich natürlich den Weg nach oben. Ich glaube, da muss ich hier lang. Schnell ein bisschen geschlagen. Hä? Rechts? Links? Ach, hier. So, es ist noch Tag. Freude. Und dann können wir jetzt allgemein weiter unsere Kreise ziehen. Damit wir halt eben einen Hund finden. So, dich auf die 3, falls wir mal auf die Schnelle einen Hund finden. So, und das ist ganz schön gefährlich mit dem Loch da. Kommt schon. Wildhunde. Wolfman würde sich so enormst freuen. Ist eigentlich auch eine krasse Gegend von der Strukturierung, ne? Wo finde ich Hunde? Damals, als wir angefangen hatten, da hatten wir doch auch einen ganzen Arm voll Hunde irgendwo irgendwann mal gesehen. Nur wann das war und wo das war, das sind natürlich die großen Geheimnisse. Das ist ein Hühnchen. Wenn die Hühnchen auf den Baum flüchten, sind dann die Hunde nicht weit? Am ehesten würde ich es ja erfahren, wenn hier irgendwo gerissene Schafe liegen. Weil das machen Hunde ja so. Hier hört die schöne Schneelandschaft erstmal auf. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Hallöchen. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was mit Schattenfell passiert ist.
Muss ich ganz dringend demnächst machen. Also, mal so die letzten 1000 Folgen gucken. Zehn Millionen Kühe. Wegen dieser Überpopulation an Kühen gerät der Minecraft-Spielstand außer Kontrolle. Oh, Bettchen. Gute... geht noch nicht. Gute Nacht. So, guten Morgen. So, weiter geht die Expedition. Ach, das ist ein Hühnchen. Ich dachte schon, da springt gerade ein Hund freudig hin und her. So, gibt's da Wasser, das ich treffen könnte? Eher nicht so, ne? Na dann schauen wir, dass wir hier irgendwie runterkommen. Noch ein paar Kühe schlachten. Das Leder ist auch gut für Bücher, falls wir uns mal eine richtig große Bibliothek bauen wollen. Also so die Stadtbibliothek von Drudenweiler oder was? Da braucht man ja dann auch dementsprechendes Material. Soll ja dann auch vorhanden sein. Da sollen die Leute hier nicht erstmal tagelang irgendwie Kühe züchten und schlachten, damit sie genügend haben, sondern ja, soll halt alles da sein, was man so braucht. Sieht ja komisch aus. Ja. Sumpf. Ich glaube, im Sumpf werde ich weniger fündig. Dödel mal da weiter. So, hier so eine Schnittkante mit neuen Ressourcen. Das heißt, das ist neu generiert. Das ist neu generiert. So, ein ganzer Arm voll Schafe. Und das hier ist gefährlich. Nicht, dass da irgendwann mal was passiert. Sicherheit geht vor, auch in den Nebellanden. So, dann schauen wir mal, dass wir irgendwie da hochkommen. Da sind wir dann wieder im Hä? Ich dachte, Schneebiome gab es mit der Version nicht, wo diese neuen Materialien kamen. Egal. Hier mal ein Schwarzweichen. Schwarzweichen, genau. Schwarzeichenwald. Was darauf schließen lässt, das ist relativ neu hier. Das sind Schafe. Gibt es hier vielleicht auch Hunde? Da könnten wir uns jetzt jede Menge Koteletts rausschlagen aus den Viechern, ne? Also sobald ich hier irgendwo ein Volleyball rumfliegen sehe, weiß ich, was gespielt wird. Oh. Hier gibt es bestimmt auch noch ein Monster, weil es ist ja hier alles recht dicht bewachsen. Ja, und so einen dichten Wald, Freunde, den möchte ich dann auch quasi dort haben, wo bei uns dann sozusagen ein neues Dorf oder so beginnt, ein neues anschließendes Reich, keine Ahnung, wie man es nennen möchte. Alehep. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? So ähnlich wie bei WoW, wenn man in ein neues Gebiet geht. Das ist quasi gefühlt eine ewig lange Strecke ist, aber in Wirklichkeit gar nicht so weit ist. Warte mal, eigentlich unser Schafsbauer, der hat ja hinten schon Schafe. Das heißt, die restlichen Schafe, was wir jetzt noch haben, die könnten wir in der Theorie schlachten. Ein Baumschaf. Oh, guck dir das an. Da stehen sie alle und warten darauf, dass es wieder Nacht wird. Bewacht von den Schafen. Das sogenannte Wächterschaf. Das sind wieder Kühe. Was bist du? Was bist du? Was bist du? Schwein. Das sind alles Hendrys Leute. Die verstehen, was hier gespielt wird.